Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alex. Wir hatten gerade mit der guten Sinda gesprochen und es gab noch ein, zwei Sachen, die ich sie gerne noch fragen wollte. Von daher, auf geht's. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Sag du es mir. Kann ich helfen? Sag du es mir. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Meister Thorald, wo ist er gerade? Nach dem Krieg sagst du, hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Ja, ich rede mit Angrim. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Fakt. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Beil. Pures Mana. Ja, ja, genau. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Dunkle Stoffkapuze, Rüstung plus 1. Für 190? Nein, das machen wir mal nicht. Ich möchte gerne die Heiltränke hier, möchte ich gerne haben. 50 kosten die. 10 Stück könnte ich mir kaufen. Machen wir erstmal 5. So. Klopapier. Ring der Kraft. Ach, genau, Pfeile. Ganz wichtig. Check. Verkaufen. Eisenstange, tschüss. Werkerhose, tschüss. Na, bei solchen Sachen bin ich mir immer nicht ganz sicher, was ich davon noch gebrauchen kann und was nicht. Von daher behalte ich das meiste erstmal hier. Felle, Krallen, Knochen, Elektroschrott. Klebeband, ja, das sind so wahrscheinlich Sachen, die ich zum Craften brauche nachher. Das hier, das bringt mir alles nichts. Propaganda. Zigaretten. Ja, ist wahrscheinlich wirklich einfach nur... Ah, Geldbündel. Ja, okay. Schatulle. Ja, das kommt damit weg. Ich hoffe mal, dass ich das nicht wieder brauche. Wenn doch, dann merke ich es ja irgendwann. Die sind kaputt. Verbandtasche. Ja, Hammer. Da kommen die Zigaretten brauchen bestimmt auch nicht. Weg damit. So.
Ching. Immer dieser Technikkram. Munition. 60 Pfeile habe ich jetzt. Das ist schon mal sehr schön. Gut. Wie erwartet ist hier die erste Stadt. Jo, gut. Wer ist das denn? Eine Wache. Okay. Manche Typen sind einfach nur bescheuert. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, Mensch. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Aber es ist schon mal schön, dass es hier so viele Frauen gibt. Das ist schon mal ein gutes Stück mehr als in gewissen anderen Spielen von Piranha Bytes. Servus! Ah, woran? Da bist du ja. Ist das so? Sieh an! Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Ja. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Klassiker. Rennen wir von A nach B, von B nach A. Oder von B nach C und von C dann wieder nach D. Und dann kommst du irgendwann... Psalla. Kommst du dann irgendwann an und dann... Ja. Musst du noch 5 Aufgaben für den Typen machen. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Erklär mir ein paar Dinge. Eure Rüstung ist sonderbar. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alpen? Ich dann nicht so. Die Geschichte der Berserker. Ja. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Naja. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist?
Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Na gut. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Naja. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Mhm. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ich möchte gern... Ich möchte gern ein Bier. Aber nicht alles. Eins reicht mir. So. Wen interessiert deine Meinung? Ergibt das irgendeinen Sinn? Krug nehmen. So, so. Wenn er meint, soll er machen. Wer Ärger sucht, bekommt ihn auch. Auf mich hört ja keiner. Ich hab Angst. Ich lade mal kurz. Okay, okay, krass. Jetzt laufen sie alle los. Was ist passiert? Später habe ich vielleicht Zeit. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns. Ist richtig. Was willst du hier? Kuchen backen. Ich bin auf der Durchreise. Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Mhm. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Klar. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Sicher. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Gar kein Problem. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, 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 ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, gar kein weil Problem. Du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Echt jetzt? Echt jetzt. Denkst du? Ja. Ja, also... Ich will ja nichts sagen, aber so rein strategisch finde ich das super sinnlos, das Ding hier oben stehen zu haben. Was willst du auf diese Entfernung treffen? Vielleicht irgendwelche Belagerungswaffen oder Fahrzeuge oder sowas. Ja, gut, das kann ich akzeptieren. Mächtige Heilpflanze, ui. Servus.
Mana-Panzer. Hey, cool. Chillst du hier hin oder wie? Kann ich mich mit dazu chillen? Ornia? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Fakt. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Ach, die glauben mir nicht. Sagen, ich hätte Hirngespinste. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das Gleiche bedeutet. Ah ja. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Ich habe das Gefühl, das hier ist der Schlund. Und in dem Sinne... hier... Futtern wollen wir nochmal einen Happen und dann springen wir da gleich mal runter. Wiesenkraut. Heilpflanze. Öllampe. Und Alex. Riesenkraut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein original richtiger Weg ist, den man hier lang gehen kann. Aber Fakt ist, man kann hier lang gehen. Easy. So, da ist der Schrott. Der Schrott. Warum ist das? Ach so. Gehört trotzdem noch alles zu den... Naja. Natürlich. Schmeißen es weg, weil sie es nicht mehr brauchen und... Analyse. Systemfehler. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Cool zu wissen. 8% also. Zäh. 8% also. Zäh. Dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit. Keine Abweichung erkannt. Schon gut. Lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler.
Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel: Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel: Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel: Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Ja, schön, wenn Roboter keinen Sarkasmus verstehen. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Tschüss. Schwefelader. Gut alte Schwefel. Ja, gut, ich nehm's nicht mit. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Hey. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Okay, und auf einmal bin ich davor. Dietrich. Anleitung. Von kleinen Heldrang, sehr schöne Sache. Krasse Lampe, wie sie da so mitten im Raum hängt. Ah, schön. Pfeile, give it to me, yeah. Das ist ein fetter Bolzen hier. Ach du Kacke. Na gut. Hier noch was Schönes. Setzbrot, Setzerbrot, was auch immer. Ja, gut. Dann würde ich sagen, auch diese Folge nähert sich dem Ende. Ich möchte eigentlich nur noch mal ganz fix hier hochlaufen zu der Feste von Ragnar. Ragnar Lodbrok. Da oben war ich, hier war ich. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas Spannendes herausfinde vielleicht. Okay, der wird mich vermutlich nicht durchlassen, so, ja. Und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Richtig. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Genau. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich komme tatsächlich nicht aus Edan. Ich bin ein Niemand. Ich muss mich
Mal gucken, ich will einfach wissen, was passiert. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Ja, gar kein Problem. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Mhm. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du dann einen gerechten Lohn dafür erhalten. Easy. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Jo. Bleibt mir eine andere Wahl? Ha, so wie es aussieht, nein. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Ja. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Ist richtig, genau. So, ich würde sagen, wir quatschen in der nächsten Folge weiter mit Ragnar. Er will ja auch noch ein bisschen... Also ich musste sowieso noch irgendwie zu seiner Hütte, von daher, hoppala. Verschieben wir das aufs nächste Mal. In dem Sinne, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, schönen Abend noch und haltet die Ohren steif.